now, Beast. You think you outsmarted me, the mighty Morgul? I don't think so, Yoked Girth. Stay tuned for what happens next on Yoked Girth. Now a word from our sponsor. Kids, are you ready for a new wild and wacky Puncho fruit flavor? Introducing Apricot. It's a punch to the gut. So stop by, fill up, and make sure you get your Billy Hog hot dog before you jet away. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. The mayor of Brook Hollow has put a curfew into effect for anyone under 18 starting tonight. Now to other news. In the business world, prominent practical technology signs a few deals with. This place. Everything seems so big. Whoa. Or am I really, really small? Willow, what are you doing here? Your guess is as good as mine. And mine is that this is a nightmare and I'll hopefully wake up soon. You crack me up, Willow. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, einem Survival-Spiel, aber anders als ihr es erwarten würdet. Nicht wie Forest, sondern, wie ihr schon seht, wir sind einfach unendlich klein. Und mit wir meine ich mich und den Typen, den ihr schlüpfen gesehen habt. Schnell weg hier. Malte, beziehungsweise Big Boy Wolle, beziehungsweise Willow. Big Boy Wolle ist motiviert, aber er kommt hier nicht hoch. Big Boy Wolle ist wieder abgestürzt. Ah, nein, ey. Aber hier geht es so wundervoll. Sehr gut. Okay, wir verraten den Leuten jetzt nicht, dass es unsere zweite Aufnahme ist. Nee, auf keinen Fall. Es hat bei der ersten alles super geklappt. Das ist nämlich die erste. Punkt. Ja, absolut. Ja, genau. Wir komplett bleiben genau. Dieses Spiel genau. Rein. Wir haben hiervon noch gar nichts gesehen. Nix, wir wissen noch nichts. Na, okay. Könnt ihr glauben oder nicht? Jedenfalls, wir sind jetzt ganz klein und in irgendeinem Garten gelandet, wie ihr gesehen habt. Und jetzt müssen wir... Kein Plan. Das wissen wir noch nicht, was wir machen müssen, aber... Nee, so weit sind wir jetzt auch noch gar nicht gekommen. Wir wissen, dass wir das hier aufsammeln können, Pflanzenfaser. Und wir wissen, kennen schon ein paar Tiere, wir wissen auch Ameise. Ameise lieb, guck. The same place it always goes. To do the same exact thing over and over again for the rest of its brief existence. Stimmt, wo ist das? Eigentlich bin ich aber ganz froh, dass es nicht da ist. Es war richtig stressig. Ja, Mann. You have been perfectly indoctrinated by our consumer culture. Ich sehe mich gar keins. Das war unsere zwei davon angegriffen. Die waren da. Vielleicht waren wir zu lange hier drin. Ey, kein Plan letztes Mal, ey. Ich war ja jetzt, was wir so rumgedörbt sind, die einfach schon zu uns. Das wäre auch gut. Wäre auch ein Klassiker, ey. Bound to the will of the colony. Okay, genau so wie wir sind.
They can build huge anthills. Ah, Mensch, Labertasche, hups. You'd be a queen, wouldn't you, Allie? Oh mein Gott, labern die vier. Mensch, Mensch. Wir haben schon rausgefunden, hier Pilze. Die kann man auch fooden. Also wir sind wirklich sehr, sehr klein. Ihr habt ja gesehen, wie groß die Ameise da eben war. Nicht sehr groß. Whoa, and that's not an alarm clock. Well, whatever it is, maybe I should figure out where it's coming from. You know, until I wake up. Wir haben ganz schön Labertaschen ausgewählt als Charaktere, wenn ich das mal so sagen darf, ey. Hier sind 100.000 Pilze, ich glaube, die letzte Mal übersehen. Kannst du ja auch noch welche schaffen. Oh, nice. Ich habe mir hier schon ein paar gegrabt, ey, aber mehr Pilze. Da kriegst du auch keinen. Oh, wow. Nee, jetzt hast du das meine. Ich habe 5. Ich sage, dass du auch schon welche hast. Ich hätte es nicht verraten dürfen, echt, ey. Jeder nur in die Versicht. Ja, das stimmt, ey. Hier wird nichts verschenkt. Wahrscheinlich können wir die Indien droppen, was wir braucht dann. Ja, bestimmt, das stimmt, ey. Hier haben wir auch schon Kiesel. Mit Kieseln kann man Sachen hier verprügeln. Man kann aber nichts fällen. Hier seht ihr das Axtsymbol. Da verraten wir auch noch nicht, wie. Was das zu bedeuten hat. Doch, wir können gleich eine Axt bauen. Wir müssen erstmal in die Station da rein, ey. Das war vorhin letztes Mal zu viel. Also weiter als X sind nicht gekommen. Das war. Genau. Ja. Hier sind. Achso, Sprössling. Sprössling war auch für irgendwas wichtig, was wir bauen wollten. Auch hier Pflanzenphase, ne, alles grabben. Ihr wisst, Survival Game, alles grabben, was man kann. Ist Big Boy mal, Big Boy mal, komm mal her, komm mal her. Hier passieren Dinge. Also hier passieren sehr viele Dinge in dieser Welt, die sind sehr klein. Ja, aber siehst du, was ich sehe hier vor mir? Du bist da gerade durchgelaufen. Oh, du siehst es nicht, oder? Nee, bei mir sind hier einfach, ist hier einfach Schmuddel und Graben. Okay, bei mir backen gerade 2 von diesen Käfern mega in der Luft rum. Oh. Ah, schade, dass die bei dir nicht da sind. Das ist echt schade, ey. Bei mir ist ein Käfer hier. Den sehe ich auch. Der ist fein. Okay. Aber die beiden hier, ich werfe sie jetzt mal ab. Mal gucken, was sie machen. Wenn du gleich Essen bekommst, ne? Oder ein bisschen Fleisch. Okay, ey. Da vorne waren 8 die Blattlaus. Ich glaube, diese Tiere sollen da nicht sein. Also bei mir sind sie auch leider nicht. Aber ihr Lebensleistung für die angezeigt, aber ich damage sie nicht mit ihrer Frau. Schön, direkt der nächste Bug. Desaster, ey. Ich rede mit den Kollegen, aber. Check. Die sollten hier wirklich nicht sein. Ich will euch natürlich auch diese Aussicht nicht vorenthalten, die wir eben schon hatten. Deshalb krabbel ich nochmal hier auf den Baseball. Ach ja, stimmt, das Tau musst du auch noch mitnehmen. Ach, stimmt, der ist jetzt hier gar nicht. Scheiße. Ich sehe da oben. Was? Oben links steht, hier sind unsere Quest. Finde Wasser. Und letztes Mal, also in der letzten Aufnahme, da hing hier einfach ein fetter Wassertropfen. Das war gut, es ist einfach nicht da. Scheiße. Scheiße. Und jetzt da vorne. Komm, der fährt zu dir runter, ey. Jetzt hier, da ist so ein Baum und wir haben hier so weiß ich, Laser-Teleskop, irgendwas Dinger, von denen wir noch nicht wissen, was sie bedeuten sollen. Da ist eine Hütte, von der wir nicht wissen, das ist unsere ehemalige Hütte, als wir noch groß waren, oder sind wir in irgendeinem fremden Garten unterwegs? Kein Plan. Ich trau. Ah, Malte ist schon richtig am Wissenschaften, ey. Ich weiß schon. Den Rest kannst du machen. Ich habe einfach nur schon mal einmal gemacht, dass der Timer jetzt startet. Oh ja, check, alles easy. Jetzt lass es dich an, damit die Leute das mal sehen, was genau da abgeht. Check, was da, guck mal, jetzt könnt ihr da oben auch sehen, mal da den Sprössling analysiert. Daraus kann man dann machen: Stachelsprössling, Wegmarkierung, Spießgrill, Sprösslingzaun. Also man kann die ganzen Sachen analysieren, die man findet, und dann wird einem halt gesagt, was man daraus bauen kann. Das ist eigentlich ganz nice. Sonst haben wir halt keinen Plan, woraus wir was bauen sollen, lol. An diesem Gerät, was hier, Mülzi hat sein. Oh, achso, das hatte ich hier. Ist noch so ein kleiner Text. Achso, ja, das habe ich vergessen. Ja, und hier ist nur ein kleiner Riegel. Ich lasse dir mal einen Riegel für dich hier, oder soll ich ihn dir mitbringen? Ich bringe ihn dir mit. Ach cool, Futen, ich komme. Jetzt können wir direkt gucken, ob ich ihn dir droppen kann. Z fallen lassen. Ah, er liegt hinter deinem Fuß. So, der hat sich weggepiept. Ich dachte auch, oh wow, ey. Wow, klappt direkt nicht, ey.
Scheiße. Aber alles easy. Analysieren. Genau, mal den Sprössling analysiert. Was ist das hier? Den Müsli-Riegel können wir nicht analysieren. Analysieren wir mal hier die Pflanzenfaser. Das war der falsche Knopf. Desaster. Jetzt seht ihr hier, grobes Seil, Faserverband, Pflanzenbrei. Und hier haben wir schon rausgefunden, man hat nur drei und die laden sich dann wieder auf. Also man kann drei Sachen analysieren und da muss man warten. Das mit der Zeit, die wir dann warten müssen, haben wir noch nicht ganz verstanden. Das war ein bisschen seltsam, aber mal gucken. Denn jetzt steht der nächste Aufladung in 10 Minuten 21. Kein Plan. Kein. Letztes Mal hatten wir dann wieder ein bisschen was aufgeladen. Jetzt ist auch direkt wieder einer aufgeladen. Ich verstehe das noch nicht ganz. Ach, Malding, ich glaube, ich weiß. Oh, ja. Das war die Uhrzeit. Ich sehe gerade oben rechts haben wir die Uhrzeit. 10.30 Uhr, 10.31 Uhr. Und das heißt, die nächste Aufladung war einfach um 10.30 Uhr und nicht in 10 Minuten 30 Sekunden. Ah. Okay, jetzt ist nämlich die nächste Aufladung. Ist um 11.21 Uhr. Okay, und das ist nämlich 10.38 Uhr. Okay. Ah, In-Game-Clock. Ja, Mann. That's the way. Jetzt bin ich einfach nur Power-Farm. Ja, ist auch gut so. Looten. Looten. Wer das Loot nicht ehrt, ist auch die Kieselachs nicht wert, die wir nämlich jetzt herstellen sollen. Das haben Bis dahin sind wir eben gekommen. Aber das sind die Rüsselkäfer. Die sind sehr friedlich, sind lustig und friedlich. Die Ameisen tun, als wären sie friedlich bisher. Wenn sie einen anschauen, man schaut sie an, sie schauen zurück. Und bisher haben wir nichts getan. Oder ist C. Also mein Inventar natürlich klassisch auf I. Hier die Sachen und hier die mit dem Ausrufezeichen sind noch nicht analysiert. Check. Wir können das hier hin und her schieben, können die Pilze hier reinlegen, also klassisch, ne? Und hier haben wir schon rausgefunden, unsere Herstellsachen. Hier können wir herstellen grobes Seil. Das brauchen wir auch. Ich weiß nicht mehr genau wofür, wahrscheinlich für die Kieselachs. Stellen wir direkt ein bisschen her. Wir können Pilzbrei machen. Den wollte ich vorhin schon machen, ging nicht, weil wir brauchen Püriergerät. Kein Plan. Müssen wir noch freischalten wahrscheinlich. Pflanzenbrei. Hier können wir Waffen. Oh, hatten wir den eben auch schon mal? Den Stachelsprössling? Nee, der hat mich auch gerade verwirrt. Was ist das denn? Ne? Aber finde ich okay. Ich habe was zum Analysieren. Ich komme gleich rum. Sehr gut. Distelstachel brauchen wir dafür. Müssen wir noch finden, ne. Hier wird gerade schon wieder schön die Kreatur verholzt. Ich mache schon das richtig menschliche. Sehr gut, direkt. Zwei Minuten im Garten, schon ist der ganze Garten abgeholzt. Klassiker, ey. Okay, ich habe nur gar keine Ahnung mehr, wo ich bin. Oh nein. Ah, hey, bist du. Und ich bin noch in der Nähe von dem Ding. Jetzt können wir mit Kieselachs herstellen, aus grobem Seil, Kiesel und Sprössling. Kieselhammer, müssen wir noch einen neuen Sprössling versuchen. Shit. Das Problem hatten wir eben auch, wir waren ready auf Sprössling-Suche. Ich habe so gleich auch einen, aber ich bringe was anderes. Aber irgendwie, das ist zu groß für mein Inventar. Alter, was hast du denn da? Ich habe richtig Gras aufgeladen. Alter. Wo ist du denn? Da. Ich kann's werfen. Alter. Woll. Ich kann das Speer werfen. Cool. Oh, das sind ja drei, oder wie sind das? Ja, ne? Ich habe richtig gehärtet, ja. Nice, ey. Sehr nice. Hast du einfach so ein Grashalm gefällt oder wie hast du das gemacht? Ja, ich hab Grashalm umgehauen. Okay, nice. Nice, ey. Hast du den Kamm analysiert gerade oder was hast du gemacht? Ja, ich hab Klee analysiert. Nee, den Gras hab ich weggeworfen. Klee habe ich auch noch nicht gesehen, ey. Aber hier ist ein Wassertropfen. Ah, das ist gut. Ah, so. Das. Nee, das Grasding kann ich eben nicht analysieren. Das will nicht. Okay. Achso, welche Aufladung habe. Ach, Scheiße. Wie man's macht. Was wollte ich machen? Achso, so ein Kieselhammer herstellen. Ja, hey, no one likes a nosy neighbor. Aha. Oh, Alter, das macht richtig DMG. Ach, Alter, Vater. Das hat einfach
zwei Drittel Leben fast abgezogen. Sick! Du wurdest verletzt. Fertige Verbände an. Oh, Alter, nein. Wieso machen die Dinger denn so viel DMG? Das ist fucking Gras. Alter, Vater. Desaster. Das ist ja ein Desaster, ey. Lolle. Das ist bisher unsere gefährlichste Waffe. Ja, Mann. Ja, echt. Wenn ich 5 aufhöre, kann ich so einen Kiefer one-shotten. Warte mal, ich muss was testen. Alter, auf jeden, ich komm mit. Dann muss ich erstmal hier jetzt nach was fällen. Dann suchen wir so einen Käfer. Sie sind friedlich, aber es ist for science. Ja, ja, es ist wirklich. Man muss ja erstmal ein bisschen in der Welt hier zurechtkommen. Und dann müssen halt auch ein paar Leute leiden, wie das immer so ist, ey. Und mit Leuten meine ich Käfer. So, wo sind sie? Ich halte Ausschau. Wenn du Käfer findest, sag Bescheid. Ja, Mann. Ja, jetzt wissen sich alle, die wissen schon, was sie machen. Ja, echt, ey. Diese feigen Hunde, ey. Hier ist eine Ameise. Aber ob wir die angreifen wollen, ich weiß nicht, ey. Da kommt ja gleich der ganze Kollege. Ah, hier. Hier kommt einer. Oh, wunderbar. Der macht friedliche Geräusche. Okay, das. Er war refundige Geräusche. Also, wir müssen sehen, jetzt macht er eine Kurbel. Ah, oh, Bruder, das ist doch irgendwo, wo er dich treffen kann. Lass dich töten. Oh, hallo. Okay, ich versuche jetzt mal zu treffen. Wo ist er hin? Er ist richtig abgehauen nach hier hinten. Okay, ich komme näher. Schade, das wäre richtig sexy gewesen, von so weit oben zu treffen. Ja, Mann, das wäre richtig. Ich hätte ihr Leben gehauen. Sniper-Action. Achtung, ich werfe. Ja. Ey, wieso bist du nicht tot? Ich hab noch mal welche. Mein Stein hat ihn verfehlt, ey. Mann, bleib stehen. Oh Gott, das war ich. Die fliegen überhaupt nicht mehr. Scheiße. Der Russe klingt verstaubt. Ich glaube, wir sollen die nicht töten. Na gut. Dann töten wir halt. Aber ich hab was anderes gefunden. Hier ist eine Blattlaus. Ich glaube, die Blattlaus. Hä? Oh, oh, nicht schon wieder. Es backt bei mir schon richtig rum. Ich glaube, die existiert bei dir nicht. Ach doch, hier oben hängt einer am Grashalm. Ja, weißt du wo? Oh, was ist hier los? Oh Stein. Nein! So ein Kacktier! Nein! Oh nein! Die haben uns letztes Mal schon ordentlich genervt, die komischen Dinger, ey. Das sind die Teile. Aber die Ameisen haben gegen sie gekämpft. Ameisen gut. Da ist sie. Jetzt mit dem Stein da. Da komm ich. Oh, sauber. Sie ist nicht tot. Sie ist ein bisschen schnell. Und der Stein war einfach größer als sie. Sie ist nicht tot. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, die machen Tag Team. Oh, brauchst du noch Wassertropfen? Da oben hängt einer. Hello, powerless. Das ist natürlich. Wo hängt der Wassertropfen? Guck mal oben. Links. Ach, da. Jo. Ich werf mal dagegen. Das war nicht ganz erfolgreich, ey. Scheiße. Ah, sehr gut. Oh, ich dachte, er ist der Platz. Das wäre auch schlecht gewesen, ey. Die machen so lustige Geräusche, die Kleinen, ey. Weevil hier! Du bist nicht. Ich hab was Interessantes gesehen. Ich muss da mal hinmarschieren. Oh, ich seh's auch. Was ist dies? Oh, hier hast du also Klee gefunden. Ah, okay. Klee gibt's doch überall. Ich hab den Klee richtig zerstückelt, ey. Nur 2 Blätter macht der Klee. Das ist ein Scheiß. I was a fool to have ever doubted myself. A fool like Klein, like Kaminsky, like Schmechter, like all of Ominent. I am here in the backyard. Down in the backyard. I mean, I am speaking to you from the backyard. I am tiny! I should gather my thoughts. This is a momentous occasion. Wendell Tolley official 9.08.05. Recording as I take my first steps into the miniature world.
sights are unbelievable. Ich werde es nicht zurückgeschickt. Das ist wirklich Tode. The subtle patterns in all of the objects that surround me. The grass. Even common lawn grass looks like a structure from an alien world. Wait. What's that sound? Every earth is trembling. Over there, what could it be? An ant! My God, today the world has changed forever. Er ist auch ein bisschen confused, dass er richtig klein ist, aber er feiert es, ey. Ja, aber... Er feiert das, ey. Wir feiern es auch. Okay, wie craft man es denn jetzt essen, jetzt wo sie dazu darüber geredet hat? Oh, Laus! Oh, Laus geflohen. Blattlaus, raus! Yo, Ant! Verfolgung! Ameise, oh, Ameise, was geht? Hey, sind Fliegenpilze. Alright, wir müssen erkundet. Wollen wir die snacken? Auf keinen Snack. Nice. Die sind auch unter andere Pilze. Hä? Mal, der wirft irgendwas da hinten durch die Gegend. Ich konnte nicht reden, wenn ich das Ding drauf hatte. Ich bet some horrible insects will come around and eat me or something. Hehehe.